Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 16. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 834 und heute mit mal ein bisschen untypisch ein paar Gerüchten und auch noch einer App. Ich beginne gleich mit Prototypen, WhatsApp, neue Hardware, Autoschlüssel, Apple Developer und Watch Shots. Zuallererst soll anscheinend Apple an Prototypen arbeiten eines Dual-Screen-Phones, also iPhones logischerweise, aber nicht wie es Huawei und Samsung tun mit so Klapp-Smartphones, wo dann auch das Display zusammenklappt, sondern mit zwei getrennten Displays, ähnlich dem Surface Duo oder wie das Teil heißt von Microsoft, was ja im letzten Jahr angekündigt wurde, im Herbst gezeigt wurde und eventuell auch schon bald auf den Markt kommen wird. Was daran ist, werden wir wahrscheinlich irgendwann oder gar nie mitbekommen. Dann weiter hat Facebook, besser gesagt WhatsApp in Brasilien, den internationalen Start gesetzt für WhatsApp Payment. Das ist ähnlich und basiert auf der gleichen Technologie wie Facebook Payment. Zwischen zwei Freunden oder auch einem Mensch und einem Händler kann man, oder einem Kunden und einem Händler, kann man jetzt Zahlungen tätigen. Dazu braucht es ein Facebook-Konto mit hinterlegter Kreditkarte und schon kann man einfach das Ganze nutzen. Für Privatpersonen soll das Ganze aktuell zumindest noch kostenlos sein. Unternehmer bezahlen eine kleine Transaktionsgebühr. So soll sich das Ganze auch finanzieren können. Weiter geht's mit neuen Hardware aus dem Apple-Universum. Wie immer müssen neue Geräte in der Eurasian Economic Commission, EEC kurz gesagt, registriert werden und das ist teilweise schon deutlich früher, als dass die jemals an den Start gehen. So sind jetzt auch knapp, was waren es, glaube ich, 9 iPhone-Modelle und 9 Mac, der dabei eingetragen wurde. Dazu lässt sich ablesen oder eben auch nicht, was alles so im Herbst kommt oder vielleicht schon an der WWDC vorgestellt wird. Wir dürfen gespannt sein, ob es der neue iMac ist, der in den Gerüchten ist, oder ein ARM-basiertes MacBook. Und natürlich die iPhone-Modelle, da können wir noch ein bisschen spekulieren. Das geht ja noch ein Weilchen, bis es soweit ist. Weiter ist was durchgesickert, was wahrscheinlich nicht hätte sollen. Apple will zukünftig in der Apple Wallet nicht nur Kreditkarten hinterlegen lassen können, quasi für Apple Pay und solche Geschichten. Nein, man soll da anscheinend auch Schlüssel hinterlegen können. Hierfür gibt es bei diversen Autoherstellern ein sogenannter Standard, ein Car Connectivity Consortium oder ein Konsortium besser gesagt, das sich da zusammengeschlossen hat und eine Car Key Schnittstelle zur Verfügung stellt, womit unterschiedliche Hersteller ihre Schlüssel auf Smartphones hinterlegen können. Bei gewissen Android-Devices funktioniert das schon. Anscheinend soll da BMW als einer der ersten sein, der das Ganze auch im Apple-Universum reinbringen kann. Das Besondere daran ist, man soll sich den Schlüssel per iMessage mit Freunden, Bekannten oder natürlich Frau, Mann und was auch immer noch so teilen können. Finde ich definitiv spannend. Thema Sicherheit muss man da sicherlich beachten, aber ich gehe mal davon aus, dass man da schon ein bisschen was dran geschraubt hat. Weiter geht's mit der WWDC. Ich habe in der letzten Folge, also gestern schon erklärt, dass die WWDC ja der nächsten Woche am Montag starten wird. Jetzt gibt es auch eine Desktop-App für macOS, wo ihr das Ganze, den ganzen Fundus, die ganzen Workshops etc. euch runterladen könnt, anschauen könnt. Und ja, wer mag, soll sich das Ganze mal anschauen. Und zu guter Letzt habe ich eine kleine hübsche App noch kurz vor Schluss entdeckt. Der Raphael Zeyer, ein Blogger oder vielmehr ein Journalistenkollege hier aus der Schweiz, hat ja schon länger die Möglichkeit geschaffen, wie man Screenshots der Apple Watch aufhübschen kann, wie ich das bis anhin gemacht habe und warum ich das in Zukunft bei Watch Shots machen werde. Das könnt ihr im beiliegenden oder verlinkten Testbericht oder Kurztestbericht nachlesen.
wie immer auf daily.geektalk.ch nachzulesen oder im Podcatcher eures Vertrauens ist der Link mit drin. In diesem Sinne, euch besten Dank fürs Zuhören und wenn ihr mögt, morgen wieder am Mittwoch. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.